Guten Abend und herzlich willkommen zum nächsten Webinar bei JFD Brokers. Mein Name ist Stefan Fredrichowski, so gewohnt hier zu dieser Stunde. Wobei das Programm wechselt ja immer wieder und die Referenten auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ein herzliches Willkommen heute. Mal kurz aufs Datum schauen. Ja, der 27. Juni 2017, 19 Uhr. Ja. Das erste halbe Jahr ist so gut wie vorüber. Noch diese Woche haben wir das erste halbe Jahr dann tatsächlich schon hinter uns. Es geht wie immer super schnell. Und nochmal herzliche Grüße an alle. Ich kriege hier auch noch einige Grüße hier schon im Chat reingereicht. Freut mich, dass wieder so viele hier sind zu unserem heutigen Thema. Ja, das Thema Mean Reversion Trading Strategien. Vielleicht schon der Name dem einen oder anderen geläufig, dem anderen vielleicht was völlig Neues. Und bevor wir gleich richtig loslegen, deswegen habe ich hier gerade auch die ganze Zeit gesucht, weil ich musste einfach dieses Bild hier finden. Und dieses Bild ist auch eigentlich ein Werbebild genau für dieses Webinar. Und hier hat sich der Grafiker nämlich schon gleich die Mühe gemacht, eigentlich die wesentlichen Elemente des Themas von heute in dem Chart, der da bereits noch in dem Bild zu sehen ist, sehr, sehr gut, sehr, sehr treffend wiederzugeben. Also so viel schon mal vorab als Einstimmung auf das heutige Webinar. Es geht darum, als wenn man genau an diesen Kreisen seine Einstiege findet und natürlich hoffentlich wie immer in die richtige Richtung. Also, da hat jemand wirklich sehr genau aufgepasst, der diese Grafik hier erstellt hat. Scheint definitiv auch was vom Traden zu verstehen, weil von mir kommt diese Grafik nicht, sondern es ist einfach eine tolle Firma mit guten Leuten, die kreieren dann genau das richtige Bild zum richtigen Webinartitel. Also das deswegen hier gerade auch meine Suche. Ich hatte das nur gesehen, dass es auf LinkedIn gepostet wurde, wahrscheinlich auf Facebook genauso. Und das ist genau das Thema von heute. So, aber natürlich gehe ich wieder in meine Folien, wobei dieses Bild hätte ich eigentlich irgendwie da rauskopieren können für das heutige Thema. Wie immer, ein paar kleine Vorbemerkungen am Anfang. Zum einen Folien, wie gewohnt, gibt es bereits zum Download hier im GoToWebinar Bedienpanel. Das heißt, ihr könnt euch da die Folien schon mal runterladen, wenn ihr wollt. Dann spätestens habt ihr auch ganz sauber meine E-Mail-Adresse, die ja aufgrund meines komplizierteren Nachnamens immer ein bisschen schwierig ist. Das zum einen. Das andere natürlich auch wie immer einmal gezeigt. Wir reden gerade heute wieder wirklich und unmittelbar über Trading-Strategien. Und wer so etwas anwendet, auch bei sich selbst, naja, wie immer gilt der Satz, natürlich auf eigene Verantwortung. Jeder ist für seinen eigenen Account und für sein eigenes Trading natürlich selbst verantwortlich. Das ist klar. Soll natürlich trotzdem hier einmal gezeigt werden. Was ist das eigentliche Thema? Mean Reversion Trading Strategien. Neben dem eigentlichen Thema will ich auch heute wieder die Gelegenheit nutzen, immer so ein paar andere zusätzliche Aspekte aus der Entwicklung von Trading-Strategien euch mit vorzustellen. Einfach so als kleine Anregung von dem, wie ich die Welt sehe, wie ich Trading-Strategien sehe und wie ich auch die Entwicklung von Trading-Strategien genauer mache. Natürlich gibt es heute dann das Beispiel, logisch, Mean Reversion Trading Strategien. Aber vorneweg mal wieder so ein paar allgemeine Bemerkungen über die Entwicklung einer solchen Strategie. Heute geht es eher um die Frage, wie optimiert man, beziehungsweise viel wichtiger, die Frage, wonach optimiert man. Und genau dem wollen wir uns hier nochmal in ein paar ersten Folien widmen. Der eine oder andere begegnet nämlich ähnlichen Fragestellungen auch bei der Eigenentwicklung von Trading-Strategien. Von daher, ich will nicht sagen, hier ist der Weg der Dinge, um Gottes Willen. Ihr kennt mich, da bin ich völlig offen und ich weiß, dass es da viele Wege gibt, die nach Rom führen. Aber ich will euch einfach mal vorstellen, wie ich es denn genauer mache. Dann natürlich zum eigentlichen Thema der Mean Reversion Trading Strategie. Und da ich ja gerade schon diesen einen Chart offen hatte von dem Werbepost hier für das Webinar, konnte man schon ahnen, da geht es darum,
Naja, so irgendwie sowas wie Umkehrpunkte zu finden. Also genau die Momente, wo der Kurs in eine Richtung schon weit gelaufen ist und dann in die Gegenrichtung einsteigen. Das ist ohnehin immer so ein bisschen auch der kleine Traum. Ihr wisst, wir reden gerne über grundsätzliche Charakteristika von Trading-Strategien oder Trading-Grundsätzen. Da gibt es natürlich, und hatten wir auch schon hier in der Webinarreihe, Trendfolgestrategien als ein ganz wichtiges Element, haben wir mal genauer beleuchtet. Dann hatten wir singuläre Ausbrüche, das waren die Impulskerzen. Und heute machen wir etwas, was ein ganz klein bisschen so ähnlich ist wie die Power Candles des vorletzten Webinars von mir. Diesmal ein bisschen mehr auf breiterer Front. Und das werden dann die Mean Reversion Strategien. Dieses auch Ausbrüche, die aber sich mehr so als Fake herausstellen, wo der Kurs dann wieder irgendwo zurückläuft. Also wenn ich das allgemein sage, meine ich das natürlich auch genauso gut auf der Short-Seite. Das heißt, der Ausbruch erfolgt nach Süden und dann kommt er wieder nach Norden hin zurück. Und wie auch immer man diesen Trading-Ansatz genau beschreibt, man kann ihn sehr gut unter dem Oberbegriff Mean Reversion, ich habe es bewusst Englisch gelassen, Strategien zusammenfassen. Und genau dem Thema wollen wir uns dann auch im Detail widmen. Wann lohnt sich also ein solcher Einstieg in einer Extremsituation, wo man genau das Gegenteil tut? Wohl wissend, dass es, bleiben wir mal bei zum Beispiel einem DAX, der gerade nach Süden rennt und man eröffnet dann ja irgendwann einen Long Trade. Es ist natürlich auch ein bisschen der Griff ins fallende Messer, wenn man mal bei der Südwärtsbewegung vom DAX bleibt. Das ist mir völlig bewusst. Von daher ist auch klar, dass wir hier auch wieder so einen Strategietypus haben, der nicht die beste Trefferquote schlechthin haben kann. Aber wenn dieser Reversal kommt und wir den Stop-Loss eng setzen konnten, haben wir natürlich auch wieder sehr schöne Gewinne. Von daher auch ein sehr interessanter Ansatz, insbesondere schließlich und endlich in der Kombination mit Trendfolgeansätzen und das Ganze dann wie sein eigenes Portfolio in einem Gesamtaccount. Das ist natürlich jetzt nicht mehr das Thema von heute, aber ihr merkt, ich stelle euch immer wieder mal Trading-Ansätze vor und die eignen sich natürlich idealerweise, um in Summe kombiniert zu werden. Da ich gesagt habe, vorweg nochmal allgemeine Bemerkungen zu der Einführung in die Optimierung von Trading-Strategien. Dass natürlich eine Trading-Strategie ein festes Regelwerk haben muss, ist klar. Logisch, sonst könnte es nachher nicht eine richtig regelbasierte Strategie werden. Sie muss glasklar beschrieben sein. Und ich will das jetzt hier nicht im Detail ausführen, aber ich habe es nochmal hier zusammengefasst. Einfach so ein Ein- und Ausstieg, der muss natürlich klar definiert sein, damit die Trading-Strategie umfänglich beschrieben ist. Dazu gehört dann meistens noch ein bisschen mehr, nämlich sowas wie, ich nenne die gerne schon mal beschreibende Parameter oder wenn ich es nachher mathematisch aufziehen will, dann sind es die sogenannten Freiheitsgrade. Aber wir wollen es gar nicht mathematisch hier, wer weiß, wie auf die Spitze treiben. Aber wir haben meinetwegen irgendwelche EMAs zum Beispiel. Oder wir setzen einen Stop-Loss. Heute werden wir zum Beispiel den Stop-Loss in Prozent vom Kurs setzen. Und einen EMA haben wir tatsächlich heute auch noch wieder in der Strategie. Oftmals haben wir zum Beispiel einen Take-Profit, den wir dann wieder über einen CRV definieren oder wie auch immer. Vorgeschmack für heute. Ein Take-Profit hat die heutige Strategie nicht. Muss sie nicht unbedingt haben, wenn sie denn einen klar beschriebenen Ausstieg hat. Das betone ich immer. Das eine ist das Muss, der Stop-Loss. Der ist das Muss für diese Strategie oder für eine jede Strategie. Der Take-Profit ist ein Kann, solange denn wir wissen, wann wir aus dem Trade herausgehen. Auch da gibt es vielerlei Möglichkeiten, Trailing-Stops, Time-Stops, dass man sagt, zu einer bestimmten Uhrzeit wird der Trade beendet. Alles viele, viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich also meine Strategie ordentlich beschrieben und vielleicht zum Beispiel, wie wir es nachher machen, in einem Excel-Sheet beschrieben oder in einer anderen Software, wie auch immer. Und dann stellt sich natürlich
immer die Frage, was sind jetzt für mich nachher die geeigneten Parameter? Also wenn wir zum Beispiel an so EMAs denken, also welche EMA-Periode soll man denn jetzt nur nehmen? 20, 50, 80, was auch immer. Stop-Loss, 1% vielleicht vom entfernt, 0,5%, wie auch immer. Das heißt, wir reden dann darüber, dass wir diese beschreibenden Parameter, die ja unmittelbaren Einfluss haben auf unsere gesamte Account-Historie oder auf die Equity-Kurve, die wir dadurch in Summe generieren. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, wir wollen die Strategie optimieren. So gut es geht machen. Wie auch immer. Zum Thema Überoptimierung sage ich nachher auch noch was, auch wenn es nicht für heute nicht das Hauptthema wird. Wir wollen jetzt aber die Strategie optimieren. Jetzt ist so die erste, dann durchaus ad hoc lustige Frage. Ja, wonach soll ich denn jetzt optimieren? Die Frage ist nämlich alles andere als so trivial, wie sie immer gemeinhin klingt. Die Ad-hoc-Antwort ist natürlich bei den meisten zu sagen, naja, maximaler Profit, ist doch logisch. Hier, ich will traden, ich will Profit. Also ist Profit das Einzige, wonach ich meine Strategie ausrichte. Ja, aber jetzt haben wir nachher eine Strategie, die hat dann 1000 Trades gemacht, hat auch ein super Resultat. Das heißt, nach den 1000 Trades haben wir ein super Resultat, Wahnsinnsgewinn. Nur zwischendurch war das Konto so dermaßen im Minus, so dermaßen ist es nach Süden gelaufen, ist die dann immer noch gut? Das heißt, naja, so maximaler Profit alleine, schwierig. Wahrscheinlich auch nicht so das Wahre. Also stellt sich gleich die nächste Frage. Also soll der Drawdown, als Drawdown bezeichnet man immer die längste, also jetzt nicht zeitlich, sondern vom Preis her, also in der Equity, den größten Abfall, den man zwischendurch in einer Equity-Kurve haben. Ich habe gleich auf der nächsten Folie eine Equity-Kurve oder mehrere. Und dann kann man das nochmal diskutieren, was der Drawdown ist. Und dann auch nochmal gleich dabei, es ist nicht die maximale aufeinanderfolgende Verluststrecke im Sinne von, da sind mal fünf Trades hintereinander in Stop-Loss gelaufen und ich habe 5R jetzt minus gemacht mit dieser kleinen Serie. Das ist damit nicht gemeint, sondern denkt immer dran, es könnte ja auch sein, dass wir zweimal verlieren, einen gewinnen, zweimal verlieren, einen gewinnen, zweimal verlieren, einen gewinnen und das Konto geht gerade trotzdem nach Süden. Also je nachdem, wie das CRV ist. Das heißt, die Verluststrecke wird gerade immer länger, auch wenn die aufeinanderfolgenden Verlusttrades immer nur maximal zwei waren. Das ist es also auch nicht, sondern es geht um die absolut größte Verluststrecke, die je in dem in der Equity-Kurve vorgekommen ist. Also Drawdown sollte dann möglichst klein werden. Also deswegen minimaler Drawdown, maximaler Profit, minimaler Drawdown und wahrscheinlich fällt uns auf Dauer noch mehr ein, wonach wir denn dann in Summe alles optimieren wollen. Machen wir es aber das Leben einfacher und gucken einfach mal hier auf vier Equity-Kurven. Die haben eine Nummer und ihr könnt gerne mal so ein Voting abgeben. Welches ist denn von diesen vier Equity-Kurven die, wo ich jetzt gleich dabei sage, die ich persönlich als die beste bezeichne? Und ich gebe euch mal ein bisschen Zeit und diskutiere in der Zwischenzeit mal hier an der obersten, wo hier Drawdowns zu sehen sind. Also nehme ich mal die rote und der größte Drawdown, wenn ich hier das so richtig erblicke, der müsste ungefähr hier oben sein. Hier zwischen diesem Maximum und diesem Minimum dürfte die größte Differenz sein. Das kommt dem Ganzen sicherlich auch sehr nah, von da nach da, wo ich jetzt mit dem Cursor bin. Die ist auch nicht ganz schlecht und die hier unten auch. Also wir haben ja so, naja, grob drei, vier Mal ungefähr einen ähnlich großen Drawdown. Und das ist hier dann der maximale Drawdown aus dieser Equity-Kurve. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen hier. Mein Gott, ja, seid fleißig. Super. Also, fast durchgehend haben alle die gleiche Meinung. Und die beste Equity-Kurve ist die Nummer 2. Das ergibt zumindest klar euer Voting. Und der eine oder andere hat jetzt hier, das kriege ich jetzt gar nicht so schnell alles gelesen, auch noch sogar schon gleich mit Begründungen geliefert.
Gehen wir mal zunächst andersrum vor. Also die 2 ist es in der Tat. Warum ist es nicht die 1? Die 1 hat natürlich den größten Profit. Okay. Das heißt, alle 4 Konten hier sind bei 1000 Euro gestartet und die Equity-Kurve Nummer 1 ist am Ende bei knapp 5000. Schön. Also er hat definitiv den größten Profit abgeworfen. Das ist klar. Aber, ohne es jetzt genau auszumessen, aber sie hat auch mal hier so zwischendurch Drawdowns durchaus von knapp 500 Euro. Die zweite, also die gelbe Equity-Kurve, das ist die Nummer 4, die ist da schon ein bisschen weniger zappelig. Naja, und ihr seht genau, was zeichnet diese Equity-Kurve 2 aus? Sie hat nahezu keinen Drawdown, also den kann man nur erahnen. In Euro ist das bestimmt nur so 20, 30, 40 Euro. Sie hat noch eine moderate Steigung, aber sie hat halt irgendwie so beides. Also sie ist so schön glatt, so schön sauber. Und hat ja auch schon jemand geschrieben, wenn man jetzt sich die Equity-Kurve 2 anguckt, wäre es absolut zulässig, sein Risiko, dass man hier vielleicht bei jedem Trade eingeht, locker noch weiter zu verdoppeln oder vielleicht sogar Faktor 3 draus zu machen. Wenn man das machen würde, hätte man tatsächlich den gleichen Gesamtgewinn wie die Equity-Kurve 1 und sie wäre immer noch weniger zappelig, kleineren Drawdown und wäre von daher immer noch eine sehr, sehr schöne Strategie, hätte dann den gleichen Gesamtgewinn erzielt, bei in Summe geringerem Drawdown. Und das schreibt noch jemand gerade, schön langweilig hebeln. Ja, genau, das kann man dann hochhebeln sozusagen. Aber ihr seht, solchen Equity-Kurven begegnet man zuhauf, wenn man Strategien optimiert. Und jetzt muss man sich natürlich auch da wieder ein Regelwerk, ein Formelwerk, und das ist ziemlich einfach, das ist keine hohe Mathematik, schaffen, um hier messerscharf die Equity-Kurve 2 zu selektieren, weil die wäre dann die, die tatsächlich die beste ist. Warum sage ich das, dass wir die irgendwie messerscharf selektieren müssen? Ihr müsst euch mal so vorstellen, wenn wir nachher, wir hatten ja schon mehrere Strategien, zum Beispiel in einem Excel-Sheet, wenn wir dann an den Parametern drehen, dann, naja, wir können natürlich jedes Mal uns die Equity-Kurve angucken und das Excel-Sheet gibt es das ja auch meistens her. Aber soll ich die dann visuell beurteilen, welches denn die schönste ist? Nee, das ist mir lieber. Ich habe ein mathematisch ableitbares Regelwerk und das kann man hier sehr, sehr sauber in der Tat definieren. Und wie geht's? Also gleich mal auf die nächste Folie. Was ich immer benutze, sind 3 Zahlen. Und die ersten 2 Zahlen sind sozusagen das absolute Muss. Die dritte Zahl ist dann nur noch so ein kleiner Add-on. Die erste Kennzahl, die ich benutze, um eine Equity-Kurve an der Stelle zu beschreiben, im Rahmen dessen, dass ich sie nachher optimieren will, ist immer die Steigung der Equity-Kurve. Ich nenne das hier schon mal gleich so, wie es zum Teil auch in Excel-Sheets von mir drin steht und wie es auch in meinen C-Programmen immer drin steht, nämlich Slope heißt Steigung, Equity, um dem Kind gleich mal so einen Namen zu geben. Also eine sinnvolle Größe ist die Steigung einer Equity-Kurve. Und natürlich soll die prinzipiell möglichst groß werden. Die zweite Größe, das hatten wir vorhin schon auf der Folie, war natürlich der Drawdown. Und der Drawdown soll natürlich in Summe möglichst klein werden. Und dann gibt es noch hier das, was ich so ein kleines Add-on nenne. Wenn wir solche Equity-Kurven haben, ich gehe nochmal eine Seite zurück. Dann seht ihr ja immer, die haben noch so ein neben dem eigentlichen maximalen Drawdown, haben die immer noch, das nenne ich am liebsten einfach so ein Gezappel. Und man kann natürlich sehen, sozusagen die linearste, dieses Wort gibt es definitiv nicht im Deutschen, aber ich nenne es so und ihr wisst sofort, was ich meine. Die linearste ist natürlich die hier, die so ein bisschen bordeauxfarben ist, weil sie halt eine sauber, also sie hat eine Steigung, diese eine Steigung ist immer gleich und konstant und um diese Kurve herum wackelt es nahezu gar nicht. Das ist also das, was man jetzt linearste nennt. Das Schöne ist, das, was ich hier gerade mit so einem komischen deutschen Wort beschreibe, lässt sich mathematisch viel einfacher
einem Fassen. Und das nennt sich tatsächlich einfach die Linearität einer Ausgleichsgraden. Und diese Größe nennt sich immer R². Das ist jetzt reine Faulheit von mir, dass hier immer R2 steht. Damit ist nicht dieser Roboter gemeint, sondern damit ist R² gemeint. Und das ist ein Maß für die Linearität einer Ausgleichsgeraden. Ganz allgemein mathematisch gesprochen. Und der Wertebereich von diesem R² ist einfach zwischen 0 und 1. Und eine 0 würde bedeuten totales Rauschen. Einfach wildes Rumgeeier, rumgezappelt. Also weißes Rauschen beispielsweise hat ein R-Quadrat von genau 0. Und die perfekte Gerade ohne jedes Gezappel hat den Wert 1. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte die Steigung meiner Equity-Kurve maximieren bei einem minimalen Drawdown und mit einer Linearität, die möglichst nahe bei 1 ist, dann fällt es sozusagen fast vom Himmel, automatisch, wie ich jetzt hier eine einzige Kennziffer bilden kann, mit der man eine Equity-Kurve beschreiben kann und die auch nur noch eine einzige dann Zahl enthält. Ich leite sie mal sukzessive ab. Bei mir heißt die erste Vorstufe, das ist mein sogenannter Profitfaktor. Der Name ist völlig dämlich gewählt, aber ich habe ihn nie verändert, nachdem ich das Ganze vor ungefähr 5 Jahren mal so eingeführt habe, um dann im Nachhinein festzustellen, dass es ja fast irreführend ist, was ich hier tue. Aber ich habe ihn aus eigener Konsistenz so gelassen. Der findet sich auch wieder in variablen Bezeichnungen überall an allen möglichen Ecken und Enden. Das ist einfach der maximale Drawdown dividiert durch die Steigung meiner Equity-Kurve. Das Schöne ist, ihr wisst ja mittlerweile, dass ich vom Background her Physiker bin und als Physiker guckt man immer gleich auf die Einheiten. Und egal, ob ich jetzt eine Equity-Kurve in R oder in Euro oder in US-Dollar habe. Das Schöne ist, maximaler Drawdown dividiert durch eine Steigung an der Stelle. Da kürzt sich genau diese Grundeinheit heraus. Da bleibt noch eine Zeiteinheit, aber die sei mal jetzt hingestellt. Das heißt, es ist auch völlig egal, ob ich jetzt das Ganze aus einer Euro-Kurve, einer Dollar-Kurve oder einer R-Kurve mache. Maximaler Drawdown dividiert durch die Steigung meiner Equity-Kurve und das soll dann möglichst minimal werden. Das ist der irreführende Gedanke hier dran, dass der Profitfaktor möglichst klein werden soll, also möglichst Richtung Null und ja nicht negativ. Weil negativ kann das Ganze natürlich formal dadurch werden, dass die Steigung der Equity-Kurve negativ ist. Aber das sind jetzt Sonderfälle, brauchen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wer über diese Größe mal wirklich 10 Minuten länger drüber nachdenkt, wird noch andere sehr, sehr gute Eigenschaften von diesem finden. So ein Profitfaktor, der ist nachher, so, um mal eine Zahl zu nennen, sowas wie 500. Und diese Zahl, oder 800, und das ist dann etwas schlechter. Diese Zahl ist nämlich sprechend. Ich sage es einfach mal eben die Lösung, was da hinten rauskommt. Wenn ich nachher 1 Euro pro Tag verdienen möchte, dann wäre das genau die Zahl. Diese 500 oder diese 800 wäre dann meine Kontogröße, die ich brauche, um 1 Euro am Tag zu verdienen und um einmal irgendwann mal den maximalen Drawdown auch durchleben zu können. Egal. Ihr seht aber trotzdem sofort, wenn man diese Größe minimiert, dann habe ich genau das Richtige gemacht. Denn im Zähler steht der maximale Drawdown, im Nenner die Steigung, die soll ja möglichst groß werden und damit ist dann der Quotient in Summe, also als Quotient, richtig schön klein. Ich dividiere das Ganze dann immer noch zusätzlich nochmal durch dieses R-Quadrat, weil mir gefallen halt insbesondere lineare Equity-Kurven so schön. Also das bedeutet ohnehin, dass ich immer, wenn ich Strategien entwickle, nie mit Wiederanlage von meinen Profiten arbeite, sondern in der Strategieentwicklung gibt es keine Wiederanlage, wie man es vielleicht im realen Trading machen würde. Aber natürlich bin ich ein Freund an der Stelle hier von dann ganz möglichst glatt laufenden Equity-Kurven und deswegen dividiere ich nochmal zusätzlich durch das R-Quadrat. Das ist ein ganz klein bisschen doppelt gemoppelt, weil wenn der Drawdown groß wird, dann ist auch meistens das R-Quadrat nicht mehr so ganz nah bei 1. Das heißt, das kommt gewissermaßen an zwei Stellen hier mit in diese beschreibende Größe. Und nichtsdestotrotz ist das dann immer genau die Zahl, die ich verwende, um eine Trading-Strategie zu beschreiben.
Und um wieder zurück zu der Eingangsfrage zu gehen, und wenn ich jetzt an meinen Parametern drehe, wie irgendwelchen EMA-Werten, Stop-Loss-Werten und, die ich dann versuche zu optimieren. Und das heißt dann hier schlicht und ergreifend, die Zahl soll möglichst klein werden. Und natürlich schon gar nicht negativ. Und je kleiner die wird, dann weiß ich, desto besser ist die Equity-Kurve. Manchmal sieht man das natürlich auch mit dem Auge, aber mir ist wichtig, dass ich das Ganze objektiv beurteilen kann. Und wir werden nachher hier noch sehen, ich werde sogar mal an einem Excel-Sheet sogar so machen, dass ich den Computer komplett optimieren lasse, ohne dass ich überhaupt auf die Equity-Kurve schaue. Und der soll dann selbstständig die beste Lösung finden für meine Freiheitsgrade, für meine Parameter. Das ist möglich. Ja, und spätestens dann ist es absolut ein Muss, eine solche Kennziffer zu haben, eine Größe, die es dann gilt, in dem Fall zu minimieren. Kleiner Exkurs zur Mathematik. Also, es ist dann ein klassisches Optimierungsproblem, egal ob das ein Minimierungs- oder Maximierungsproblem ist. Aber es muss natürlich hier eine beschreibende Größe geben. Das Ganze, um nochmal so einen anderen Vergleich zu machen, ist so ein bisschen so ähnlich wie die Frage an einen Routenplaner. Ihr wollt von A nach B fahren und meinetwegen mit dem Auto und ja, und welches ist denn jetzt die beste Strecke? Auch da ist nämlich die Antwort nicht sozusagen ad hoc zielführend. Also das könnten unterschiedliche Geschmäcker sein, nachdem man an der Stelle optimieren möchte. Also der eine würde vielleicht als beste Strecke von A nach B die kürzeste wählen, der andere die schnellste, dann der nächste die ökologischste mit dem geringsten Spritverbrauch, wie auch immer. Und das heißt, die Zielfunktion, nach der optimiert werden muss, die muss stehen. Bei mir ist es schlicht und ergreifend diese Größe. Das heißt, ich bestimme Equity-Kurven, ich bestimme davon wiederum den maximalen Drawdown, die Steigung und dann dieses R-Quadrat. Und dann suche ich einen Parametersatz, der den kleinsten Opti-Wert, der heißt bei mir wirklich immer so, den kleinsten Opti-Wert dann liefert. Generell geht natürlich Überoptimierung zu vermeiden. Das nur hier schon mal als Hinweis. Und was man da wiederum dann methodisch macht, das mache ich einfach mal an irgendeiner anderen Stelle. Das schiebe ich wieder vor ein weiteres Webinar mit einem vielleicht einem anderen Thema schon vielleicht direkt im Juli. Aber da gibt es einige Tipps und Kniffe, die ich da auch gerne geben kann, um genau die sogenannten Überoptimierungen zu vermeiden. Nur so viel, dass schon mal klar ist, worum es hier geht. Mein Musterbeispiel ist immer das, wir haben meinetwegen eine trendfolgende Strategie auf Basis eines EMAs und finden heraus, dass mit einem EMA 200 die Strategie super ist. Dann stellen wir mal den EMA auf 201 und die Strategie bricht in ihrer Equity-Kurve zusammen. Dann kann ich direkt mit Sicherheit sagen, liegt der Fall der Überoptimierung vor. Weil das kann natürlich nicht sein, dass irgendeine Strategie mit einem EMA-Wert 200 klasse ist und mit 201 in sich zusammenbricht. Dann würde ich sofort die Finger von dieser Strategie lassen und definitiv sie nicht handeln. Aber das ist dann nochmal ein eigenes Thema, um die Überoptimierung zu vermeiden. Jetzt noch mal zum eigentlichen Grundthema, nämlich den Mean Reversion Strategien. Ich hatte durch diese Charts schon mal ein bisschen beschrieben, also dieses Chartbild, was da für die Werbung benutzt wurde, kam schon ein bisschen raus, was es denn eigentlich ist, die Mean Reversion Strategie. Fangen wir mal einfach an mit einer Annahme. Diese ganze Strategieform, und es ist auch egal, in welcher Couleur wir nach einer Mean Reversion Strategie dann haben, sie geht immer von einem aus. Die Grundannahme ist, dass es einen fairen Wert für ein Underlying gibt. Ich habe das bewusst wieder so allgemein geschrieben. Das Underlying kann dann wieder Euro, US-Dollar, DAX oder sonst wer sein. Also es gibt einen fairen Wert. In Anführungsstrichen natürlich geschrieben, weil ich ihn ja natürlich in Wahrheit gar nicht kenne. Und was soll schon genau fair sein? Weiß ich auch nicht. Aber wir werden sehen, dass wir auch ohne die exakte Definition der Fairness an der Stelle dennoch sehr schön die Strategie ableiten können.
Was dann immer sein, und dieser faire Wert ist dann etwas, was sich auch nicht ganz so schnell ändert. Also jetzt nicht von einer M5-Kerze zur nächsten, da ändert sich zwar der Kurs manchmal deutlich, aber der faire Wert dieses Underlyings sollte sich nicht auf einer 5-Minuten-Skala dann schon wieder ändern. Das heißt, der aktuelle Preis kann von diesem fairen Wert, den wir natürlich gleich noch definieren müssen, so gut es geht, mal abweichen. Und die Grundidee ist einfach die, zu sagen, wenn es jetzt mal zu einer größeren Abweichung kommt, wieder in Anführungsstrichen geschrieben, weil gilt es natürlich dann wieder zu definieren, also tendieren die Kurse dazu, wieder zu ihrem fairen Wert zurückzulaufen. Und das ist auch genau das Chartbild, was wir hier schon einmal kurz hatten. Also, ihr seht, vergesst mal diese zwei EMAs, die hier drin liegen, die werden wir gleich ohnehin auch nicht benutzen. Da kommt es zu einer deutlichen Abweichung und dann geht der Kurs wieder zurück zu dem EMA. Hier unten zu einer deutlichen Abweichung und wieder zurück zum EMA. Oder um es nochmal gleich wirklich in einem normalen Standard-Chartbild zu zeigen, mache ich das auch gleich nochmal in einem normalen Chart. Aber vorweg schon mal gesagt, was ist jetzt der faire Wert eines Underlyings? Da könnte man natürlich jetzt super lange drüber philosophieren. Der eine sagt vielleicht, das ist der Referenzkurs, den die EZB um 16 Uhr von sich gibt für den Euro-US-Dollar oder was auch immer. Ehrlich gesagt, das ist mir egal. Ist mir einfach egal, ob das Ganze jetzt eine solche Veröffentlichung ist oder ob wir einfach irgendeine andere Methode finden, die wir einfach jetzt fair nennen. Wir sagen einfach, das ist der faire Wert. Und um mal zu sagen, was da so möglich ist, naja, wir könnten zum Beispiel einfach sagen, wir nehmen einen EMA oder einen SMA. Auch da habe ich jetzt keine Ad-hoc Vorzugsvariante, außer die, dass ich nachher den EMA nehme, weil das sich besser im Excel-Sheet abbilden lässt. Aber das ist auch wirklich die ganze Begründung. Es würde auch garantiert mit dem SMA funktionieren. Es geht mir nur darum, dass wir einfach etwas nehmen, was halt nicht so von dem genau jetzt abhängt, so wo jetzt gerade der Preis steht. Und was macht so ein EMA oder SMA? Naja, er glättet, er nimmt mir so das Rauschen raus. Und damit sind wir viel eher bei dem, wo wir uns wahrscheinlich auch mit dem Wording, also mit der verbalen Beschreibung fairer Wert besser zurechtfinden. Wir nennen das halt einfach dann den fairen Wert. Eine andere Variante wäre, und auch das MT4 gibt die Möglichkeiten dazu, wir legen einfach in eine Kurshistorie von meinetwegen den letzten 100 Kerzen, legen wir einfach eine Regressionsskala rein. Auch das geht, das kann man mit dem MT4 machen. Und sagen einfach, naja, da wo die endet, das ist jetzt einfach der faire Wert. Das heißt, wir nehmen es einfach an. Wir nehmen das als Grundlage. Man könnte auch sagen, wir nehmen einfach Werte aus einem höheren Timeframe beispielsweise und sagen, naja, es ist immer der Montags, nee, der Sonntags Beginnkurs oder der Freitags Schlusskurs. Den nennen wir jetzt einfach mal den fairen Wert für die nächste Woche als ein Ansatz. Das heißt, wir könnten so eine Zahl auch einfach aus einem höheren Timeframe nehmen. Ihr findet garantiert noch mehr Möglichkeiten. Jetzt werde ich gerade nochmal gefragt, was ist genau eine Regressionsgrade? Pass auf, ich mache das mal kurz am Chart. Eine Regressionsgrade. Ach, ich mache mir das noch einfacher. Pass auf. Um die Frage schnell zu beantworten. Eine Regressionsgrade. Ich greife zwar jetzt schon vorweg und ihr seht jetzt hier schon das Excel-Sheet mit der Strategie, aber da habe ich ein schönes Beispiel. Ihr müsst jetzt gerade so flexibel sein und hin und her zu springen. Ich zeige euch jetzt gerade eine Equity-Kurve und eine Equity-Kurve mit einer Regressionsgeraden. Aber genau das Gleiche kann man auch im Chart machen. Nichts anderes, stellt euch einfach mal vor, das wäre ein Kursverlauf. Und hier liegt jetzt eine Gerade drin. Und diese Gerade ist die Regressionsgerade, die Ausgleichsgerade. Also die Kurve am besten mit einer linearen Funktion wiedergibt. Die steht dann hier übrigens. Das hat jetzt hier alles Excel für mich gemacht. Und das ist dann genau
die Regressionsgrade. Und im Chart, meine ich, geht das hier genauso. Einfügen, Linien, Channel, lineare Regression. Und dann kann man das hier irgendwie so setzen, da genau. Und dann hat man hier auch wieder so eine Regressionsgrade, die kann man auch irgendwie verlängern. Ich bin jetzt da nicht der totale Experte, aber ich versuche mal mein Glück. Und dann haben wir jetzt hier die Regressionsgrade im Kurs. Und dann würde man zum Beispiel sagen, hier, das hier hinten ist jetzt der faire Wert. Dahin soll der Kurs dann wieder zurücklaufen. Nur mal als, also man kann es auch genauso gut im Chart machen. Das wäre jetzt dann die Regressionsgrade für, lass mich schätzen, die letzten 50 Kerzen oder 40 Kerzen. Wäre einfach auch eine Möglichkeit. Also mathematisch ist es ein Polynom erster Ordnung in den Kurs hineingelegt. Gut, dazu kommen wir natürlich gleich noch sofort wieder zu dem Excel-Sheet. Aber nochmal zurück zu den Grundlagen der Strategie. Das heißt, so eine Idee, auch hier ist dann nochmal so ein Chart, da habe ich jetzt schon mal so einen einzelnen EMA reingelegt. Und wenn wir jetzt einfach sagen, dieser EMA ist jeweils der faire Wert, dann sehen wir natürlich zum Beispiel hier in einer solchen Phase, da ist der Preis nie weit weg vom EMA oder von dem, was ich ja jetzt einfach plötzlich den fairen Wert nenne. Dann kommen aber hier mal so Situationen wie hier, wo das Ding weit weg geht von diesem fairen Wert. Ich nenne jetzt plötzlich den EMA einfach den fairen Wert. Und da sieht man auch sofort, was eigentlich die Idee dieser Strategie ist. Wir sehen eine große Abweichung, in dem Fall vom EMA, also vom fairen Wert. Und idealerweise würde man jetzt den Trade eröffnen, natürlich einen Short Trade, logisch, hin zum fairen Wert. Und das wäre dann genauso die Art von Trading-Strategie jetzt noch völlig lose beschrieben. Hier unten haben wir mal so ein Abweichen nach Süden vom fairen Wert und den Long Trade eröffnen hin zum fairen Wert, also hin wieder zurück zum EMA. Das beschreibt schon mal im Chart in etwa die grundlegende Idee dieser Strategie. Und ihr findet natürlich jetzt visuell hier sofort noch weitere Top-Einstiegsmöglichkeiten, die perfekt in dieses leicht skizzierte Regelwerk passen. Aber natürlich ist es im wahren Leben nicht ganz so einfach wie immer im Nachhinein im Chart. Da lassen sich immer die besten Trades locker einzeichnen. Aber gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Also beschreiben wir das, was wir jetzt gerade hier an dem Chart gemacht haben, mal schon mal etwas mathematischer. Das heißt, was brauchen wir um das Regelwerk hier für diese Strategie aufzustellen? Wir brauchen zum einen ein EMA und der hat natürlich dann eine EMA-Periode. 20, 50, was auch immer. Deswegen ist es gleich ein sogenannter Freiheitsgrad oder ein Parameter für die Strategie, weil ich ja sage, welcher auch immer. Ich weiß es ja noch nicht. Müssen wir noch rausfinden. Und dann brauchen wir etwas, was ich gerade im Chart, naja, so locker flockig einfach mit der Maus gemacht habe und gesagt habe, ach, guck mal, da war der Kurs weit weg vom fairen Wert. Mathematisch kann man das ja auch sauber definieren. Wir nehmen einfach, und ich basiere jetzt alles auf Close-Kurs-Basis einer Candle, weil irgendeine Grundlage muss ich mir ja hier geben. Betrachte einfach der Vereinfachung halber immer nur Close-Preise von einer Candle. Und dann bilde ich einfach die Differenz vom Close-Preis zum EMA-Wert. Und ich nehme noch einen Absolutwert davon, damit ich erstmal mir das Vorzeichen egal ist, in welche Richtung der Preis gerade abweicht. Das Vorzeichen brauche ich natürlich nachher, um zu entscheiden, ob ich einen Long Trade oder einen Short Trade machen will, aber das ist dann relativ einfach. Naja, und jetzt, um es gleich ein bisschen universeller zu formulieren, dividiere ich hier gleich nochmal durch den Close-Preis. Warum? Naja, so ein DAX war mal bei 2000, heute bei 10.000. Ich kann nicht einfach nur die Differenz bilden. Und selbst der euro-japanische Yen, der war vor nicht allzu langer Zeit mal bei 160 und ist im Moment bei ungefähr 120. Er schießt heute, glaube ich, nach oben. Also von daher bietet sich eher an, das Ganze hier so als prozentuale Abweichung darzustellen. Ja, und dann brauchen wir einfach nur so eine Schwelle. Wenn eine solche Schwelle überschritten wird, also wenn unser Preis weit genug, gewissermaßen in Prozent, von unserer Schwelle
abweicht, also vom EMA abweicht und dann diese Schwelle überschreitet, das ist das Signal für den Trade. Jetzt erfolgt der Einstieg. Das heißt, der Entry ist dann, wenn der Schwellwert überschritten wird. Also wenn dieser Abstand, dieser relative Abstand größer ist als unsere Schwelle, eröffnen wir unseren Trade. Die Richtung ist, glaube ich, ad hoc klar. Naja, und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Stop-Loss. Und den Stop-Loss wählen wir, der Einfachheit halber, zunächst mal einfach in Prozent vom Preis. Damit haben wir auch das wieder universell, also auch für den DAX, der bei 2000 war, genauso formuliert, wie wenn er bei 12.000 Punkte steht. Also machen wir einfach Stop-Loss in Prozent. Und wird ja das schon mal geschrieben. Also wenn zum Beispiel die Abweichung vom EMA größer ist, da schreibt jemand gerade 10%, die 10% werden ein bisschen viel, aber die Zahl wird dann kleiner nachher werden, aber sei es drum. Das ist richtig. Dann nennen wir das einfach eine Übertreibung und warten auf die Korrektur hin zurück zum EMA. Stop-Loss in Prozent und damit haben wir hier in Summe drei Freiheitsgrade. EMA-Periode, diese Schwelle und den Stop-Loss in Prozent. Jetzt fehlt hier allerdings noch was. Wir müssen den Trade noch beenden. Und da ich ja keinen Take-Profit habe, könnte ich natürlich auch machen, aber ich habe halt hier keinen, sage ich jetzt einfach, der Trade wird geschlossen, wenn wir den EMA wieder kreuzen, auf Close-Kurs-Basis. Auch da bleibe ich jetzt einfach mal dem Close-Kurs treu und frage nicht auf irgendwelche sozusagen Intra-Kerzen-Schnitte mit dem EMA. Ihr seht sofort, was ich eigentlich meine. Eine Sekunde, ich gehe nochmal hier in den Chart. So. Er hat mal hier uns überlegt, idealerweise würden wir natürlich hier oben unseren Long Trade eröffnen. Und wann würden wir ihn schließen? Na dann, und wenn ich jetzt ganz genau bin, wenn der Close-Kurs unterhalb vom EMA ist, das wäre wahrscheinlich sogar erst hier, an der Stelle. Erst da ist der Close-Kurs wieder unterhalb vom EMA. Und das wäre dann der Trigger für den Ausstieg aus dem Trade. Und damit haben wir jetzt ein komplettes, sauberes Regelwerk. Ich gucke noch mal kurz in die Frage. Oh, hier werden schon ganz genau Parameter abgefragt. Ein paar kann ich euch nachher oder werdet ihr sehen. Aber da wird schon gefragt, welche Einstellung EMA für Intraday Trading beim DAX muss ich jetzt ad hoc passen? Also so genau kann ich jetzt hier auch noch nicht durchgehen. Mir geht es erstmal um die Entwicklung. Die geht schon gleich. Seht auch eine DAX-Strategie, aber erstmal auf Tagesbasis und noch nicht Intraday. Aber es geht mir ums Konzept und ihr könnt dieses gleiche Konzept auch dann anschließend weiterentwickeln und selber verfolgen. Wird schon von der Umsetzung her gefragt, der Stop-Loss, ist der dann nur bei mir im Kopf oder setze ich den auch auf den Trade? Nee, natürlich setze ich den auf den Trade. Also nur einen Stop-Loss im Kopf zu haben, ist mir persönlich immer viel zu wenig. Erstmal bin ich nicht dauerhaft vom Rechner und es reicht nicht, wenn die Trades auch mehrere Tage dauern. Und zum anderen, es gibt nichts, was dagegen spricht, den nicht beim Broker zu haben, wenn der Broker denn ein fairer Broker ist. Ich glaube, das Thema hat man beim letzten Mal schon mal. Also wichtig ist, dass die eigentlich ausführende Stelle gar nicht meinen Stop-Loss kennt. Und ich habe das letzte Mal schon ein bisschen beleuchtet. JFD gehört zu dieser Sorte Broker, die ja erst den Trade an den Liquiditätspool reichen, wenn ein Signal getriggert ist. Das heißt, JFD, natürlich kennt JFD den Stop-Loss, wenn jemand den zu dem Trade setzt, was ich auch immer machen würde. Aber zur Umsetzung kommt dieser Trade am Liquiditätspool und die kennen euren Stop-Loss nicht. Erst dann, wenn er denn getriggert wurde. Und das ist auch gut so. Dadurch gibt es keinen Interessenskonflikt und man kann nicht sozusagen da irgendwie reinfallen. Wir müssen jetzt aufpassen, wird gerade verwechselt. Stop-Loss, der wird festgesetzt. Der Take-Profit halt nicht. Das Kreuzen des EMAs, man muss ja einfach auf den Schlusskurs meiner Candle warten. Und wenn der
unterhalb vom EMA ist, der Close-Kurs, dann beende ich den Trade. Das würde ich jetzt, nenn das mal hier, manuell machen. Also final wäre das natürlich auch wieder eine super Strategie für einen Expert Advisor, aber diese Strategie kann man auch sehr schön komplett diskretionär, also einfach selber im Chart anwenden. So ist die Strategie jetzt beschrieben. Und sie hat drei Freiheitsgrade und wir wissen, wann der Trade eröffnet wird und wann er wiederum geschlossen wird. Take Profit hat er nicht, sondern wir warten auf das Kreuzen des EMAs auf Close-Kurs-Basis. Jetzt will ich euch natürlich hier nicht sozusagen stundenlang hier in das Excel-Sheet einführen. Das ist auch klar. Aber ich will nur so ein paar Elemente mal hier kurz erläutern. In der Tat, also was ihr hier seht, ist schon genau die Equity-Kurve, in dem Fall für eine Strategie auf Öl, auf Tageskursbasis. Aber mir geht es noch mal ganz kurz nur ums Gerüst. Also natürlich haben wir hier in diesem Excel-Sheet und wie immer gilt die Aussage, ihr könnt es gerne haben. Schreibt mir einfach eine E-Mail, ich schicke es anschließend euch gerne zu. Also wir haben hier ein EMA und dann geht es genauso los wie das, was ich geschrieben habe, nämlich, ja, wir bilden die Differenz zum EMA, dividieren nochmal wieder dadurch, dann haben wir das Ganze sozusagen in Prozent. Und alles, was wir gucken, ist, hey, haben wir einen bestimmten Triggerwert überschritten? Und wenn dieser Triggerwert überschritten wird, das ist das Signal, wir wollen einen Trade eröffnen. In der weiteren Verarbeitung dieser ganzen Trades, was hier so rechts im Excel-Sheet dann auch alles passiert, gilt natürlich der Satz, wenn bereits ein Trade offen ist und die nächste Kerze mich sozusagen wieder auffordert, einen Trade einzugehen, dann gehe ich keinen zweiten ein. Also ich eröffne nicht noch weitere Trades, nur weil die nächste Kerze immer noch meine Bedingung erfüllt und dann ich sozusagen wieder so gesagt kriege, hey, jetzt mach nochmal einen Short Trade. Und bei der nächsten Kerze mach noch einen Short Trade. Das machen wir natürlich nicht. Was wir halt in Summe haben, ist, wir haben eine EMA-Periode, die kann man hier auch einfach verändern. Also, was weiß ich, ich kann hier auch einfach meine 5 hinschreiben. Also ihr seht schon, wir haben hier eher tendenziell kleine EMA-Perioden. Und das kommt auch dem Charakter dieser Strategie sehr nah. Dann haben wir hier so einen Schwellwert. Das, was ich auch vorhin sagte, einen solchen Schwellwert. Und weiter rechts geht es dann noch weiter, dass ich hier den Stop-Loss in Prozent einfach angebe. Theoretisch könnte dieses Excel-Sheet auch einen echten Take-Profit machen. Das ist hier aber formal einfach ausgeschaltet, indem ich sage, das CRV von dem Trade ist 1000. Dadurch kommt es nicht zur Ausführung, das ist nur der Vollständigkeit trotzdem drin. Deswegen nicht wundern, dass hier Short Trades plötzlich ein negatives Zielwert für den Take Profit haben. Das liegt an diesem Wahnsinnswert von 1000. Eine Sache noch hier schon mal beschrieben: Wer mal hier selber mit rumspielt mit diesem Excel-Sheet oder auch andere Kursdaten zugrunde legt, zum Beispiel auch Intraday DAX-Daten, ganz, ganz wichtig, immer den Spread auch einstellen. Der muss hier mit berücksichtigt werden, sonst sind A, die Strategien zu gut und B, ihr lügt euch nur selber in die Tasche, weil zahlen müsst ihr ihn ja eh. Den Spread, das heißt, der muss hier entsprechend auch mit hinterlegt werden. Was ihr natürlich sonst hier so seht, ist einfach ein bisschen Statistik zu der Strategie und ihr seht genau natürlich diese Begriffe, wie ich sie vorhin auch eingeführt hatte, nämlich maximaler Drawdown, Profit pro Tag, das ist dann sowas wie die Steigung der Equity-Kurve, dann den Profitfaktor berechnet, das R-Quadrat berechnet und natürlich dann schließlich dieses Opti. Und weil ich hier gerade mal einmal schon mal so einen Wechsel gemacht habe, also EMA 4, EMA 5, natürlich war der Vierer besser. Wenn man hier einfach jetzt auf den Opti-Wert guckt, seht ihr, ja, der ist kleiner. Also das war dann der besser ist. Ein paar andere Größen werden ja auch noch dann entsprechend berechnet und fertig ist die Strategie. Also wer vorhin mal gefragt hat nach Parametern, hier steht schon ein relativ guter Parametersatz für Öl auf Tageskursbasis mit einer EMA-Periode von 4 und einem Trigger, der hier 0,3 ist.
Da müsst ihr allerdings hier nochmal einmal in die Berechnung reingucken. Das sage ich euch gleich dabei, wie das hier funktioniert. Ist noch ein kleiner Trick drin. Ist aber nicht sozusagen jetzt erstmal relevant, um das Ganze zu Ende zu bringen. Was ich euch nur zeigen will, ist, jetzt kann man hier diese Strategie versuchen, weiter zu optimieren. Man kann hier halt den Schwellwert verändern. Jetzt habe ich die Schwelle ein bisschen anders gelegt. Ihr seht, der Charakter der Equity-Kurve ändert sich sofort wieder. Aber in Summe, ist das Ganze ziemlich robust und stabil schon. Damit wären wir schon wieder bei Vermeidung von Überoptimierung. Ich will aber noch auf was anderes hinaus. Ich kann natürlich jetzt hier munter von Hand einfach an meinen drei Freiheitsgraden, und die drei Freiheitsgrade, ich markiere sie nochmal hier in gelb, ist mein Schwellwert und meine EMA-Periode und dann hier weiter rechts noch mein Stop-Loss. An denen kann ich natürlich jetzt einfach drehen und drehen und drehen und schauen, hey, wann habe ich denn hier die beste Equity-Kurve? Das Schöne ist, und die meisten von euch haben wahrscheinlich hier ein ganz normales Excel, das Ganze kann man auch den Rechner machen lassen. Also hier ist auch nochmal brennt, also das Gleiche, was wir gerade hatten, alles gleich, nur dass hier im Moment andere Zahlen stehen. Und eine solche Optimieraufgabe kann man hier auch ein solches Excel-Sheet einfach selber machen lassen. Dazu gibt es einen Begriff, der im Excel unter dem Namen Solver läuft. Und ich will es so vorführen. Ihr könnt das gerne dann auch mal genauer auch selber ausprobieren. Und was man da festlegen muss, ist, welche Größe soll optimiert werden, in welchen Grenzen und. Und dann lässt man den einfach das Ganze selber machen. Das heißt, was jetzt hier, ich lasse den jetzt bewusst einmal laufen, das dauert auch vielleicht 2, 3 Minuten. Ich lasse den jetzt selber den besten Wert finden. Und das geht vollautomatisch über diese Excel-Funktion Solver. Da löst mir also dieses Optimierungsproblem und sucht mir einen Parametersatz, wo dann schließlich und endlich mein Opti möglichst klein wird. Und das eigenständig. In der Zwischenzeit, wenn wer hier rechnet und der wird uns irgendwann sagen, wann er fertig ist, können wir uns nur mal anschauen, ob das jetzt hier ein Einzelergebnis ist, eine solche Strategie, die mit dem Mean Reversion Ansatz, oder gehen denn da auch mal andere Underlyings? Einfach mal ein anderes Beispiel. Hier haben wir jetzt einen DAX. Total andere Charakteristik, Historie hier auch sehr lang. Ihr seht zwar auch hier mal jetzt in der Equity-Kurve schon eine Phase, in der einfach nicht getradet wird. Die Phase ist auch hier an der Stelle zugegebenerweise relativ lang. Aber es kann natürlich sein. Ich lade ja immer gerne ein, solche Strategien nachher in Summe zu kombinieren. Das heißt, auch da seine eigenen Portfolios zu bilden. Aber man kriegt mit der gleichen Grundlogik Mean Reversion Traden der Übertreibung durchaus vergleichbar schöne Ergebnisse hin, und zwar quer durch ganz, ganz viele Underlyings. Und das Regelwerk ist dann immer ein und dasselbe. Traden der Übertreibung. Wenn die Abweichung vom EMA groß wird, dann gehe ich meinen Trade ein. Dass das Ganze sogar diskretionär genauso seine Berechtigung hat, will ich ebenfalls in der Zwischenzeit, während der gerade arbeitet, mal hier im Chart kurz gucken. Das heißt, nehmen wir uns meinetwegen einen mal hier raus, machen wir den mal ein bisschen größer. Das ist jetzt wirklich völlig willkürlich, was ich hier tue. Also willkürlich im Sinne der Auswahl, und gehen wir allerdings auch mal auf eine andere Zeitebene und nicht so eine ganz kleine. Dann sehen wir, ja, also wann wir hier mal so Übertreibungen hatten. Und das ist auch immer ganz gut, sich immer die Rückschau mal anzugucken. Das kriegt man auch selber, auch ohne diese ganze Excel-Sache und Strategieoptimierung, bereits ein Gefühl, aha, guck mal, hier war so eine große Abweichung und danach kam die Bewegung wieder zurück zum EMA. Da war sie ein bisschen kleiner, kam aber auch die Bewegung zurück zum EMA. Aha, jetzt wird es also sehr interessant, da wo wir gerade aktuell sind, nämlich wir jetzt sind jetzt aktuell auch recht weit weg vom EMA.
damit haben wir wieder genau diesen Ansatz, hey, jetzt könnten wir eigentlich langsam short gehen. Und das hat einige Male, das seht ihr in der kurzen Historie allein dieses Charts, schon sehr gut funktioniert. Und das wäre jetzt der Moment, wo ich diskretionär einen solchen Short Trade eröffnen kann. Und hier links meldet sich schon mein Excel zu Wort und sagt, hey, ich bin fertig. Und sagt mir, soll ich die Lösung verwenden? Und jetzt habe ich gesagt, ja. Und jetzt hat er hier also meinen ersten Wert schon mal verbessert. Also die Equity-Kurve ist schon mal deutlich besser geworden, als sie zunächst war. Und wenn ich das Ganze jetzt noch ein zweites Mal laufen lasse, dann werdet ihr sehen, wird die noch mal besser. Das ist nicht hundertprozentig deterministisch, was hier rauskommt. Das enthält Zufallskomponenten. Das liegt aber jetzt wirklich an mathematischen Verfahren, die hier angewendet werden. Das führt jetzt definitiv zu weit. Also insofern kann ich euch sagen, es lohnt sich, das Ganze hier iterativ zu verwenden und einfach ihn noch ein weiteres Mal machen zu lassen. Ich weiß, dass er dann in Summe nachher eine noch bessere Lösung findet, die aber gar nicht so weit von dem weg ist, was wir vorhin ja auch schon hatten. Das Ganze geht übrigens auch S&P 500, US-Dollar, japanischer Yen und rauf und runter. Das heißt, das Universum an der Stelle ist wieder sehr, sehr groß. Lohnt sich aber genau diese Übertreibungen in einer solchen Art und Weise tatsächlich zu traden. Und das muss jetzt nicht voll durchoptimiert sein. Ich hoffe, ihr konntet auch hier bereits schon am Chart sehen, dass es hier genügend Stellen gibt, wo genau dieser Ansatz funktioniert. Wieder zurück zum EMA. Das hier in der Feinheit, aber das ist jetzt gerade beim diskretionären Traden umso einfacher. Natürlich auch Schwächen auftreten, will ich jetzt nicht leugnen. Also zum Beispiel hier, die Abweichung war sehr groß. Wenn man mal ganz genau unser Regelwerk nimmt, würden wir sagen, okay, wir haben hier keinen Close-Kurs anschließend unter dem EMA. Das heißt, der Trade wäre da gar nicht wirklich beendet worden. Aber jetzt denken wir mal, als normaler diskretionärer Trader, da hätten wir wahrscheinlich schon längst den Profit auch realisiert und tatsächlich auch einen erfolgreichen Trade absetzen können. Das Gute ist, was werdet ihr merken, wenn ihr euch mit der Strategie auch weiter beschäftigt, man wählt enge Stop-Losse und dann ist ein solcher Weg von da hoch, runter bis hierhin schon ein ziemlich großer Weg und es wäre dann ein schon sehr, sehr attraktiver Trade. Also hier wäre jetzt tatsächlich genau das Signal langsam zu sagen, Short, Euro, britisches Pfund. Und wenn man mal auf den Chart guckt, sieht das gar nicht ganz so verkehrt aus. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig. Es ist aber ein Traden gegen die letzte Price Action. Also es ist entgegen dem, was so kurzfristig passiert ist. Das muss also klar sein. Deswegen hatte ich auch eingangs schon mal den Vergleich zum fallenden Messer gemacht. Und deswegen ist auch klar, dass hier Strategien rauskommen. Ich will euch das kurz nochmal in der Zahl zeigen. Na, da meldet sich das Excel gerade wieder zu Wort. Und ich hoffe, ich kann jetzt hier guten Gewissens sagen, es ist nochmal besser geworden. Nein, in dem Fall nicht. Also müsste ich ihn nochmal neu loslaufen lassen mit leicht veränderten Startbedingungen. Naja, das ist der übliche Vorführeffekt. Der hat vorhin noch funktioniert, als ich es im Trockenlauf gemacht habe. Aber also es geht ein bisschen besser. Und allerdings die wirklich gute Lösung, da waren wir hier schon genau mit dem, was wir hier auch im Brent schon hatten. Und da sind wir dann schon bei einem sehr, sehr guten und schönen Verlauf einer Equity-Kurve. Was ich noch hier zeigen wollte, Winrate, weil wir das auch letztes Mal mit als Thema haben. Das ist eine klassische Strategie, warum wir hier eine schlechte Trefferquote und trotzdem sehr, sehr gute Gesamtgewinne, weil wir halt mit sehr engen Stop-Lossen arbeiten, werden dann häufiger ausgestoppt, aber der typische Gewinn ist hier auch knapp 10 R. Also von daher dann
wumms, richtig, und wir kriegen auch einen schönen Gewinn hin. Und das ist jetzt hier nicht irgendwelche Einzelstatistik. In Summe ist das hier immerhin die Abfolge von 1400 Trades, und damit auch jetzt nicht mehr ganz kleine Zahlen. Das ist das Ganze rund um Mean Reversion, Mean Reversion Trading Strategien. Ich glaube, die Logik sollte sehr deutlich geworden sein, wie es vom Ansatz her funktioniert. Jetzt kann man das einerseits komplett hier also fast im Sinne eines Roboters abfahren. Dann gilt es genau, das Excel-Sheet einmal genauso zu optimieren, wie wir es hier auch gerade schon dargestellt haben. Aber es lässt sich genauso gut und sehr, sehr angenehm auch im diskretionären Traden verwenden. Man macht nämlich im Kopf nichts anderes. Dadurch, dass man noch den Chart hat, sieht man auch so die Abweichungen der jüngeren Vergangenheit, wann es denn wo ganz gut funktioniert hat, und hat automatisch auch ein Gefühl für diese Parameter, die dann da zugrunde gelegt werden können. Basierend tut die Strategie darauf, dass wir zurücklaufen zum fairen Wert. Und als fairen Wert nehmen wir jetzt hier in der Ausprägung einfach den EMA. Und das ist eine Möglichkeit. Diese Strategie hat viele Varianten, auch was die Abstandsmessung angeht. Da kann man auch noch ein ATR mit einfließen lassen. Also da gibt es wirklich viele, viele Untervarianten. Aber es ist halt ein sehr schöner Grundansatz, um neben dem Trend Trading, was definitiv ein Setup im Baukasten sein muss, ist es der Ansatz, der mir diese Korrekturen holt, diese Übertreibungen tradet. Und damit habe ich dann noch deutlich davon verschiedenen Ansatz. Und so kommen wir auch einem Gesamtportfolio natürlich immer näher, weil halt dann die Ansätze so unterschiedlich sind, dass dann die Diversifikation auch wirklich gut wird und nicht dazu führt, dass wir eigentlich überall das Gleiche tun, auch mit verschiedenen Underlyings. Und das ist dann richtig gut für ein Gesamtportfolio. Soweit von mir. Angebot hier, was die Excel-Sheets angeht, steht natürlich. E-Mail-Adresse ist wie immer vorhanden. Und ich schicke euch gerne die Sachen zu. Die Unterlagen habt ihr euch vielleicht schon runtergeladen. Die kann ich allerdings auch sonst gerne zuschicken. Wenn es sonst Fragen gibt, wie immer, Angebot steht. Haben schon einige genutzt, um noch extra hier Kontakt mit mir aufzunehmen. Ich helfe euch da gerne weiter, wenn es auch mal Fragen gibt, die so ein bisschen abseits Mainstream sind. Aber genauso gut helfe ich euch gerne weiter, wenn es Fragen sind, die ihr vielleicht sonst noch nicht stellen wolltet. Ihr könnt sie mir gerne stellen, aber natürlich gilt auch allgemein, bestimmte Arten von Fragen sind natürlich auch super gut beim Support von JFD aufgehoben. Aber gerade wenn es so um die Strategien geht, um sowas, hey, helfe ich euch gerne weiter an der Stelle. Okay, soweit von mir. Nächsten Monat geht es natürlich weiter, ist logisch. Ich kann schon mal das Thema ankündigen. Da wird es gehen um Martingale Trading-Strategien. Da werden wir noch mal ein bisschen was Verrücktes machen. Seid gespannt. Da kommen auch wieder neue Erkenntnisse. Da bin ich schon ziemlich weit. Und hoffe, euch da dann natürlich wiederzusehen. Also, euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dahin. Tschö.